Nee, irgendwo ging es dann später weiter nach oben. Nein, warte, was wollte ich jetzt? Ich soll da auf den Dachboden kommen. Aber das geht ja nicht. Weil das da nicht funktioniert. Dafür brauche ich den Strom. Den Strom habe ich noch nicht. Weil mir die Sicherung fehlt. Mist, wo war die Sicherung? War die auf der anderen Seite, bei der Mia? Hier im Zwischengang? Was hier? Ah, hier ist das Zimmer. Kann ich was auf den Boden lassen? Gern das hier nochmal. Ja gut, da brauche ich nichts anderes auch im Foto, habe ich schon gesehen. Ja, hier. Den da brauche ich. Wo kriege ich den her? Wo kriege ich das Sicherungsteil her? Wo war das? War das hier irgendwo? Mal hier. Nimm mal bitte die Axt mit, danke. Mit der Axt kann ich Sachen kaputt machen. War hier nicht irgendwo noch eine verschlossene Tür? Die war hier vorne, glaube ich. War die hier? Nee, hier war das Zimmer. Hier war doch irgendwo. Da. Okay, das funktioniert nur so semi-gut. Oder auch gar nicht. Dietrich habe ich immer noch nicht. Kann ich nicht einfach den Schrank kaputt hauen? Anscheinend ja nicht. Ein Foto haben wir auch schon gesehen. Den Schrank! Den kriege ich aber auch nicht mit Axt auf. Na, auf jeden Fall nicht so. Wir haben den Bolzenschneider. Oh, den habe ich ganz vergessen. Haben wir jetzt? Da ist die Sicherung! Yay, gefunden! Kannst du gestern einen Bolzenschneider haben? Mit der Axt hätte es aber auch funktioniert. Da war doch gerade jemand. Kuckuck. Ja gut. Nee, halt, ich muss die Sicherung erst. Muss die Sicherung auch unten reindübeln, sonst funktioniert das nicht. Das war Bad? Da war das. Nee, es war kein Bad, das war eine Kammer. Mal hier, da haben wir Strom. Wie funktioniert eigentlich der Fernseher, wenn im ganzen Haus der wenn hier vorne überall der Strom raus ist? Der Fernseher hat seine eigene Batterie oder so. Nichts funktioniert bis auf den Fernseher. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Dass du nicht tun darfst. Etwas instabil. Na, nur so ein bisschen. Muss ich eigentlich irgendwas tun oder macht er das von alleine? Nee. Jetzt hier den. Danke. Jetzt zieh den jetzt da raus. Sehen wir mal, was du. Ja, der Kuck wärst du schneller gewesen, als dein Arm noch behalten. Ich glaube, wir machen mit ihr Schluss, oder? Oh, ich weiß ja nicht, ob das nicht so gesund wäre, wenn wir Schluss machen. Ich verspreche, muss alles niederbrennen. Ja, dann möchte ich jetzt hier eigentlich unbedingt sehen. Hier, Kollege, nimm deine Hand mit. Danke. Halt dich mal dran fest. Musst du die in die Kamera halten? Das finde ich dezent etwas eklig. Aber der Ethan macht halt schon einiges mit, der arme Kerl. Oh,
Halt den Stuhl und halt so die Kamera. Das finde ich. Das ist eine der unangenehmsten Sachen, finde ich, wenn er den komisch abgetrennten Arm als vor die Kamera hält. Danke, bitte an ihn weiter nach unten. Na hier. Da habe ich schon Patronenmunition. Erste Hilfe. Wenn man ein bisschen Erste Hilfe drauf, dann funktioniert das schon. Das hat ja bei anderen Spielen auch funktioniert. Okay, gut. Einmal ein bisschen Dings drauf und schon ist alles wieder heile. Ja, ist doch schön, oder? Hi, na, wie geht's dir? Ah! Ich habe die Taste vertauscht. Ich dachte, ja, L1 wäre Zielen, aber da verteidigt er sich. Ich muss aber L1 zum Zielen und R1 für 2. Oh. Heustopfen! Um die Jahreszeit geht das schon. Anscheinend, ja, sonst hättest du keinen. Aber sonst geht es dir besser? Auf jeden Fall geht es dir besser als Ethan. Der hat gerade seinen Arm verloren. Nur seine Hand. Ja, so wird er eingesammelt. Alles in Ordnung. Aber nee, wir hatten einen Tag an. War hier nicht irgendwie ein Speicherplatz oder so? Nee, anscheinend nicht. Ja, kein Problem. Hier war sie drin, oder? Die war doch hier irgendwo. Hä? Jetzt steht sie hinter uns. Jede Menge Munition. Hey, die ist ja jetzt irgendwo. Die war neben der Treppe nach oben. Ah nee, die kommt jetzt, wenn ich nach oben gehe, da war was. Von wo kommt man jetzt? Da! Ich hab sie gefunden! Hallo! Jetzt lass mich da durch! Blöde Kuh! Ich bin verantwortlich! Ich muss das tun! Kollege nachladen. Wie schaffst du das eigentlich so mit nur einer Hand? Du sollst rennen! Rennen, Kollege! Wir hatten eine Kettensäge. Ich würde vielleicht rennen. Kopfschuss, ja, nice. Und mit Kontrolle fall ich nicht so leicht zu treffen. Jetzt fall um. Okay, danke. Das glaube ich dir nicht. Kann ich die Kettensäge mitnehmen? Bitte. Ethan, nimm die Kettensäge mit. Die hat immer funktioniert. Jetzt haben wir nicht schon ein Problem. Die ist immer noch wahnsinnig. Wir haben nur eine Pistole. Und die hat immer noch die Kettensäge. Und wir kommen da nicht mehr hoch. Na gut, das ist jetzt... nach der Treppe nach oben. Speichern? Willkommen, ah, nee, in der Familie. Hi, Buddy. Tschüss. Okay, also Speichern hat sie erstmal erledigt. Der kommt ja direkt. Stand der nicht unten? Ja, scheint ja nicht. Es war eins Timing hier. Buddy haut uns die Röbe ein. Wie ist der Buddy eigentlich nochmal? Ja, ich spiele echt auf leicht, weil ich es jetzt ja, lange nicht mehr gespielt habe. Und dann so leichter Einstieg ist vielleicht ein bisschen besser. Zumal ich halt mit Controller nicht umgehen kann und schießen kann. Am Computer wäre das eine andere Sache. Da ist das mit dem Zielen für mich leichter. Hey! Ja, danke. Grüße zurück. Es ist ja noch. Ist sie noch da? Sie wollte lurken. Hi, willkommen. Wie geht's? Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Soll ich auch noch arbeiten hier? Was soll denn das? Jetzt werde ich hier. Für den Arm abgemacht, wird für Möbel und dann soll ich arbeiten. Das sehe ich mal gar nicht ein. Finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Schon arbeiten. Da kriege ich wahrscheinlich auch kein Geld für.
Ich Pilze. Ich mag das Spiel. Oh, hier, festmachen. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Mir geht's heute ganz gut. Wer sind Sie alle? Hör auf zu werfen, ich schmeiß auch gleich was zurück. Ich das. Es ist gut. Er erkennt gut nicht mal, wenn man ihm unter die Nase reißt. Oh, Lukas. Tommy, wie geht's dir da eigentlich? Oh, so passt der da an. Oh, halt das auch arm ab. Meiner wurde wieder dran getackert. Hast du jetzt Pech gehabt? Er muss sein Abendessen haben. Nee, ist okay, ich hab keinen Hunger. Nee, ist schon okay, ich muss Diät machen. Es geht wirklich nicht. Er ist es nicht! Er ist es nicht! Halt, verdammte Maul, Marguerite! Ich hab das für ihn gemacht! Raus hier! Oh, du bist ein Mistkerl! Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Die Mutti. Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Ja, dann ess es doch selber. Mehr für dich. Ja, ohne Zunge ist Essen halt auch schwierig. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Keine Hektik. Ist okay. Lass dir alle Zeit der Welt. Wir haben hier eine Saunahaltung mit mir und der Omi. Und Omi, was machst du so? Hast du einen schicken Schal? Ich hüpf dann mal kurz weg. Tschüss. War eine nette Unterhaltung. Auf Wiedersehen. Müssen wir uns eigentlich heilen oder ich weiß nicht. Oder geht's erst los, wenn wir mit dem Polizisten gesprochen haben? Aber hier, Munition, nimm mit. Nimm mit, habe ich gesagt, danke. Naja, nur mehr Zeitung, yay. Gut, sind halt immer noch Leute weg, ich will das jetzt nicht lesen. Will das jemand lesen? Ich wollte, dass ich einfach wegschalte. Das ist mir zu viel Text. Ja, guck mal hier. Post-it-Zettel. Säge, Seil, Tierhalsband. 20 Stück. Prioritäten müssen gesetzt werden. Zugesteht eigentlich Schockhalsband, habe ich jetzt ihm auch zugetraut. Weil der kriegt bestimmt so Würgehalsbänder oder sowas. Achso, ich wollte den Kühlschrank eigentlich gucken. War noch ein Post-up-Zettel. Ich war gerade dezent verwirrt. Bin noch irgendwas? Pfeffermühle? Ich nehme so einen Pfund Pfeffer. Ist, glaube ich, besser wie das, was Udi kocht. Oder Müll ist noch was. Kräuter ist ja gut. Bisschen Müll. Noch mehr Müll. Sehr viel Müll. Ist eine Luke, aber die ist zu. Ja, da war ein Schlüssel für. Das war ja der Ausgang für diese Hütte. Das weiß ich noch. Das ist mein Ausgang. Also ein bisschen Silberbesteck nehmen wir mit. Ja, die Bude leer. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Noch ist keiner da. Ich will mal umgucken so ein bisschen. Hier war ja die Garage. Das ging mit dem Messer kaputt. Das ist Garage, das ist doch nur Garage. Und hier geht's. Ah, hier war das Auto. Da war das Auto. Ja, da ging's gar nicht. Hä? Warte mal. Ich muss doch bei dem Auto dann weiter. Wo führt die Falke? Ah, die führt, glaube ich, hier hin. Oh, okay. Fadi rennt doch. Ich dachte, es geht erst nach dem Polizisten los. Okay. Oder war der da vorne? Oder war der hier hin? Nee, hier war der nicht. Ich muss an Fadi vorbei, an den Polizisten, glaube ich.
Aber hier kann man nicht rundherum laufen, oder? Ja, hier war ja zu. Und in die Luke komme ich ohne Schlüssel nicht. Und den habe ich noch nicht. Ich könnte schwören, hier wäre irgendwo eine Tür noch. Aber dem ist ja nicht so. Ich würde schwören, wir könnten am Kreis rennen. Ich weiß aber nicht. Oh, 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 oh. Dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davon schleichen? Ja, das war eigentlich... Buh! Ja, so funktioniert glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, bin ich schlimm? Wie soll ich das ersetzen? Weiß ich nicht. Warum hast du das gut gemacht? Ich hab mich sonst gesorgt. Oh. Ah, da war was. Da drin noch. Du verschwendest deine Zeit. Oh. Ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt eben kein Loch durch die Wand gemacht. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Hey, danke! Ja, nimm den Schlüssel mit! Für die Kellertreppe. Ja, das war was. Bist du noch hinter mir her? Ich guck mir das eben mal an. Also ein Kind. Wer ist das? Weiß ich nicht. Bist du eigentlich noch hinter mir? Nö, anscheinend nicht. Immer beste Idee, wenn man gejagt wird, erstmal gucken, was da so auf dem Tisch steht. Hier ist Fadi und Muri. Hat auch gerade ganz gut geklappt, außer du siehst mich. Da sieht er noch ganz sympathisch aus, er lächelt nett. Lukas, 2013, na schon weit her. Bist du noch da? Nö. Da ist die Figur. Aber ich habe noch nichts zum kaputt machen. Aber war hier nicht irgendwo? Kommt das noch? Ich weiß, hier ist irgendwo ein Polizist. Mit dem muss ich schwätzen, aber der ist noch gar nicht da. War die um die Ecke? Ist hier noch was? Schön. Ich müsste mich vielleicht baden. Ja, mach die. Uff. Ich sehe dich. Ey, ich habe gerade Sachen benutzt. Das ist unfair. Lass mich da durch. Hast du nicht gesehen, dass ich gerade beschäftigt war? Wieso bückst du dich? Steh auf. Hallo, Ethan. Danke. Oh, Fadi. Rennst du mir jetzt da noch hinterher oder bleibst du jetzt an der Tür stehen? Ethan, benutzt die Tür. Du willst doch sterben, oder? Du brauchst einfach viel zu lange. Jetzt sind wir erstmal. Ja, wir drehen uns einfach im Kreis. Das war gut. Tür zu machen. Wo geht's jetzt weiter? Da. Da ist Loch. Yay. Ja, schön, dass du auch noch eine Taschenlampe hast. Mal ist erstmal vom Fadi schlagen. Unerhört. Hat doch genau gesehen, wir machen doch gerade an der Tür rum. Muss uns einfach schlagen. Mal Rasenmäher. Die Münze! Hey. Die Münze konnte ich ja gegen Sachen tauschen. Da war ja die gute Pistole, glaube ich. Nur auf einfach brauche ich, glaube ich, die gute Pistole nicht unbedingt. Weiß ich noch nicht, was ich nehme. Ich werde wahrscheinlich alle Münzen nicht finden. So, hier war der Speicherort. Ich würde auch ungern die Medizin jetzt nehmen, weil ich... Ja, komm, Speicher. Weil der Fadi trifft uns eh wahrscheinlich wieder. Und die brauche ich für die Garage. Ich will sie mir aufheben, sagen wir es so. Ich traue meinen Fähigkeiten nicht.